meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Splatoon Team Deathmatch. Heute am Start sind meine Wenigkeit Samuel, Ant, Tarek, Sonja, Lukas, LukaCast und Jutens. Auch wieder ein, zwei neue Gesichter. Ich glaube, Tarek ist zum ersten Mal dabei. Und Jutens. Eventuell auch Lukas, aber mal schauen. Und das erste Team besteht aus Team Alpha, bekanntlich, namentlich. Und dort sind Tarek zu finden, SRT Arndt, Lukas und Jutens. In Team Bravo sind meine Wenigkeit Samuel, Sonja und Luca. Und ja, erste Arena ist das Blauflossendepot. Lass uns direkt mal starten. Bis gleich. So, mal schauen, wie sich diese ganze Kombination von den ganzen Random Bobs so gibt. Ich bin echt mal gespannt. So, mit Samuel, Sonja und Luca. Ne? Fangen wir an. Södele. So, und zwar, ihr wisst ja, im Splatoon-Part von vor zwei Tagen, oder von, ja doch, ich glaube von vor zwei Tagen, war es ja so, dass ich erstmal so als kleines Thema besprochen habe, dass dort ja eine Person war, die gesagt hat, ey, Splatoon wird langsam langweilig und so. Und klar, sehr viele haben sich dazu geäußert, dass Splatoon weitergeht und keine Angst, es läuft ja weiter. Es war jetzt keine Entscheidung, so soll ich es abbrechen oder nicht. Es war lediglich so eine Sache, ich wollte eure Meinung dazu hören, was ihr dazu sagt, ob es für euch langweilig wird, ne? Weiterlaufen wird es nach wie vor, ne? Das ist ja ganz klar. Ich meine, hier schauen die meisten Leute auf dem Kanal zu. Und deswegen werde ich da auch weitermachen. Komm her. Dann halt nicht. Und wie ich es mir dachte. Dürfte ein Double-Kill werden. Nein, es ist ein Einfach-Kill. Der andere wurde mir weggeschnappt. Aber ganz ehrlich, mit dem Tintentitan ist es auch nicht gerade ruhmreich. Aber ich muss auch sagen, bei den kranken Bobs muss man quasi dazu greifen, zu der Waffe. So, ich hänge mich mal hier hin. Oh, oh, scheiße. Das war irgendwie klar. So. Ja, und wie gesagt, Splatoon wird natürlich weitergeführt. Ne? Ist ja ganz klar. Ich werde eventuell auch in diesem Part ein neues Thema anschneiden. Zu einem Turnier, was aber nicht um Splatoon handelt. Ihr werdet schon noch rausfinden, worum es geht. Werden wir aber erst im zweiten Kampf oder so zukommen. Und ich zittere gerade so richtig krass. Was ist denn los mit mir, Alter? Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe irgendwie so einen kleinen Schüttelfrost. So, da oben ist ein Gegner. Ah! Das habe ich doch gesehen! Nein! Oh! Damn. Eieiei. Nee, keine Ahnung. Mir ist irgendwie ein bisschen kalt. Ich habe irgendwie so ein bisschen Schüttelfrost oder so. Keine Ahnung. Ja, der Winter geht los, ne? Wird langsam kalt. Tagsüber ist es zwar noch warm, aber dann so gegen Abend kannst du echt vergessen, ey. So, Tarek. Obwohl, du hast mich gerade eben nicht mal getötet. Das war doch Jutens, ne? War das Jutens? Ich glaube schon. Ist bei uns oben jemand? Von den Gegnern? Kann das sein? Ich habe doch eben einen orangen Schwall gesehen. Naja. Na, Tarek, du schon wieder? Mit deiner Airbrush, dich erkenne ich doch von 10 Meter. Wo ist denn der? Hallo? Ah, er ist tot, alles klar. Gut, da haben wir ihn leicht verwirren können. Ich würde auch sagen, so killmäßig sieht diese Runde auf jeden Fall gut für uns aus. Ah, oh, und der Lukas läuft mir da in die Arme rein. Nein! Ah, oh, schade, ich wollte gerade springen. Ich wollte gerade springen. Verdammt. Naja, mal schauen. Ja, was geht bei dir, Luca? Was geht? Guten Tag. So, erste Runde sieht folgendermaßen aus. Ich bin schon gespannt. Ich bin echt schon gespannt. So, Team Alpha, also die, die verloren haben quasi, die haben insgesamt 0 plus 7 plus 2 plus 2. Ne, wisst ihr was? Ich soll es doch am besten so machen, dass ich erstmal das obere nenne und dann das untere. Ist doch besser. Meine Güte. 4 plus 6 plus 7 plus 2 sind insgesamt 19 Kills. Und für Team Alpha 0 plus 7 plus 2 plus 1 sind 10 Kills. Geht also ganz klar an Team Bravo. Insgesamt also diesmal 1-0 für Team Bravo. Die erste Runde haben wir schon mal für uns gewonnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der nächsten Map. Bis gleich.
Und Kampf Nummer 2, Schollensiedlung. Boah, hier kann es auch knackig werden, muss ich sagen. Aber naja, das ist nur nebensächlich. Kommen wir zum Thema und das könnte sein ein Thema, das euch vielleicht sehr interessieren würde, je nachdem. Ne? Hier sind vielleicht einige Leute am Start, die Mario Kart 8 spielen. Relativ intensiv. Und ich habe mir gedacht, komm, du machst ein großes Community-Turnier, was auf YouTube hochgeladen wird. Ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht und einen Kopf gemacht, dass ich mir so dachte, okay, im Oktober irgendwann wirst du auf jeden Fall ein Mario Kart 8 Turnier machen, was eine Stunde gehen wird, was dann in drei Parts aufgeteilt wird und... Oh oh. Na, bist du noch hier am Start? Hä? Wusste ich's doch. Ei. Na, auf jeden Fall ein MK8 Turnier, was eine Stunde gehen wird. Ich werde es noch ankündigen, keine Sorge. Es wird auch mit einem externen Video angekündigt, mit einem epischen Trailer. Und da werden wir dann... Oh, dankeschön. Da werden wir dann auf jeden Fall eine Stunde MK8 im Turnier spielen. Da, Lukas, das hast du davon. Das hast du davon. Oh. Und ja, wie ist eure Meinung? Fändet ihr das cool, so ein Turnier? So ein Splatoon. So ein MK8-Turnier mit, online, mit Leuten und sowas. Was findet ihr davon? Was haltet ihr davon? Ist das cool? So könnt ihr das feiern? Hättet ihr Bock? Und das hier riecht nach einem Double Kill hier. Das riecht nach einem Double Kill. Wäre ich nicht allzu behindert gewesen, dann hätte es vielleicht geklappt. Naja, auf jeden Fall. Ich dachte mir so, komm, irgendwann im Oktober. Ich habe jetzt kein festes Zeit... Fenster dafür ausgewählt. Es könnte sein, dass es Mitte Oktober wird, auch vielleicht Ende Oktober. Es kann da echt alles passieren, zeitlich. Deswegen lasst euch überraschen. Ich werde noch an diesem Trailer schnippeln, der dann natürlich auch kommen wird. Ich habe ihn ja angekündigt. Und ja, ich will eure Meinung mal dazu hören. Wie ist das so? So ein MK8-Turnier, ne? Ich meine, ich bringe ja schon so wenig MK8, nur einmal die Woche. Und ist da eigentlich ein cooles Spiel, weißt du? Und könnte man durchaus ein Turnier veranstalten. Wäre auch, glaube ich, mein erstes, was ich so auf YouTube machen würde. So mein erstes MK8-YouTube-Turnier. Warum denn auch nicht? Und ich habe mich ganz genau gesehen. Fuck, fuck, fuck! Ich habe... Habt ihr gesehen? Ich habe doch ausgeschlagen. Naja, scheiß drauf. Die Runde sieht sehr krass nach Team Alpha auf jeden Fall aus. Und ja, cool. Ja, ist doch schön, Luca. Ist schön. Ist doch schön für dich. Boah, war das eine Aufgabe, ey. Scheiße. Fuck you, du. Auf jeden Fall, das Turnier wird auf jeden Fall kommen und wird eine Stunde gehen. Ich werde es in drei Parts aufteilen. Das zu den ganzen Fakten und so weiter und so fort. Sagt mir mal eure Meinung, würde mich sehr interessieren. Und, oh, gut, am Ende konnten wir noch wieder keine Kills rausholen. Wir wurden sogar am Ende nochmal richtig krass bedrängt. Ne? Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Okay, dann hauen wir raus. Wie krass haben wir das versagt? Team Alpha haut auf jeden Fall mit einem Kill plus 6 Kills plus 5 plus 4. 1 plus 6 plus 5 plus 4. Was insgesamt 16 wären. Und Team Bravo hat insgesamt 5 plus 2 plus 4 plus 2. 13. Hatte Team Alpha 16? Ich glaube schon. Ich gucke nochmal nach. 1 plus 6 plus 5 plus 4. 16, ja. Dann geht das hier an Team Alpha. Steht jetzt also 1 zu 1. Und von daher gesehen, das große Finale, das alles entscheidende Finale wird dann gleich kommen. So, das große Finale nochmal auf dem Blaufloss-Depot. Das ist echt langweilig, oder? Ich meine, ich wähle schon Zufall aus und dann kommen trotzdem dieselben Maps. Was ist denn das? Ich finde das echt kacke. Ich finde das echt doof. Warum ist das denn so? Verstehe das gar nicht. Das ist echt komisch, weißt du? Da sollte ich doch vielleicht beim nächsten Mal fest integrierte Maps auswählen. Das könnte ich vielleicht tun. Dass ich die vielleicht ankündige. So auf Twitter oder so. Mal schauen. Kuckuck. Ich habe dich auch gesehen. 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 Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Gott! Ich war gerade dabei, meinen Tintitan zu aktivieren. Gerade in dem Moment.
Alter Falter. So, lass uns mal rechts lang gehen. Das sieht mir ein bisschen leerer aus. Trotzdem, ein bisschen Sicherheit muss dennoch sein. Okay, ab da hoch und zack. Tja. Der Schwapper kann ich auch nicht immer retten, aber ja, das war auch irgendwie klar. Es musste ja so passieren. So, ich sehe auf der linken Seite recht viele Gegner rumlungern. Jetzt aber auch rechts ein paar. Und die werden auf jeden Fall, wenn sie versuchen hochzukommen, auf die Fresse kriegen. Stirb! Stirb! Ja, dankeschön. Das war wichtig. Oh, ich will da jetzt nicht runterspringen mit einem Affenzahn, weil ich sowieso weiß, ich werde getötet. Obwohl, weißt du was? Hallo? Was geht denn hier, Alter? Was machen die da oben überhaupt? Ich dachte, die wollen killen. Meine Güte. So, okay. Oh, die sind alle so in der Nähe, die Gegner, ne? Die sind alle so in der Nähe. Du kannst halt kaum was machen. Und die werden auch meist wahrscheinlich durch rechts kommen. Das kann ich mir so vorstellen, ey. Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so. Alter. Ja. Nee, da gehe ich jetzt weg. Habe ich keinen Bock drauf. Nee. Nein. Ich sollte meinen Tintenstern vielleicht mal wieder aufladen. Das wäre meine Idee, ne? Das wäre echt mal... Danke! Boah, oh mein Gott! Ciao! Das war sehr gut. So, und die letzten Sekunden werde ich auf jeden Fall für den... Ich habe gedrückt, ohne Scheiß, ich habe gedrückt. Das Spiel will mich doch wohl verarschen. Alter. Naja, ich mache auf jeden Fall mehr Kills, als ich sterbe. Aber fürs Finale ein bisschen No Risk, No Fun eventuell. Oh! Was geht hier vor? Ja! Nein, was? Ernsthaft? Ich dachte, der wurde getötet. Meine Fresse, ich sollte echt nicht meine Teammates vertrauen. Alter. So, auch da kann ich mal wieder überhaupt nicht sagen, wer wie gewonnen hat. Keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Sag an. So, unser Team. 6. Oh, ich bin zufrieden mit mir selber. 6 plus 4 plus 3 plus 4. 17 Kills für Team Bravo. Und Team Alpha hat insgesamt 1 plus 5 plus 3 plus 4. 13. Auch das ging, mit viel Eifer an Team Bravo. 2 zu 1. Das war Splatoon Team Deathmatch für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und beim nächsten Mal dann, ja, wird's knackig. Ich sag's euch, da raste ich richtig aus. Also nochmal danke an Samuel, Arndt, Sonja, Lukas, Luca, Jutins und Tarek, der gerade abgehauen ist. Aber das ist auch logisch, weil ich beende sowieso den Part. Also haut rein, ciao.